Guten Abend hier, viele Grüße aus München, Neuperlach. Wir sind hier in einem großen Haus, haben wir heute verteilt, Wohnbaugebiet. Und genau, wollten gerade noch verteilen. Jetzt hat man gesehen hier, wie sich Deutschland immer mehr wandelt, auch mit den arabischen Namen. Riesen Briefkastenanlage. Und wenn man das so einmal anschaut, muss man wirklich staunen und da kann man erkennen, wie viele arabische Namen gibt es da. Und genau, da geben wir eben auch den Kalender hier mit rein, ist gar nicht so unkompliziert. Das heißt die Hoffnung, Amal in Arabisch. Und dieser Kalender ist eben zweisprachig. Und genau, das kann der Mensch eben recht gut erkennen. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weitersagen, was du getan hast. Wenn sie daran glauben, dann haben sie keine andere Möglichkeit, das zu befolgen, was hier geschrieben steht. Im Psalm 73, Vers 28. Wenn sie an ihn glauben, an diesen Herrn, und er hat sich als Jesus Christus offenbart, dann werden sie sagen, es ist mein ganzes Glück und sie werden es weitergeben und sie werden sich nicht dafür schämen. Und wenn sie sich schämen, das weiterzutun, dann werden sie höchstwahrscheinlich nicht an die Wahrheit glauben. Von daher nehmen sie diesen Jesus Christus an, dann haben sie ihn als Erretter und dann werden sie sich keinen Moment schämen, diesen wunderbaren Herrn zu verkündigen. Da machen wir ihnen einfach wunderbar Mut, das so frei zu tun. Wir waren jetzt auch gerade gewesen und hatten auch einen Berber getroffen. Ich hatte die Berbermütze wieder an hier, einen Marokkaner. Und der hat sich natürlich sehr gefreut, auch das Evangelium zu hören. Und ja, wir machen die Menschen Mut. Hallo. Was geht bei Ihnen ab? Und wir machen noch ein Interview. Fragen, was wir für ein Video machen? Oh, über kleine Geschichte noch. Was für eine kleine Geschichte? Entschuldigung, ich mache es kurz noch beendet und dann können wir Ja, kurz drüber bitte. sprechen. Ja, und das ist so die Möglichkeit, auch die Berber, wer die noch nicht kennt, der kann sich auch in Internet schlau machen, wo sie herkommen und genau ihre Geschichte. Ist immer gut zu wissen, welche Geschichte das der Mensch hat, aber gut zu wissen, dass es nur eine Rettung gibt und diese Rettung ist wichtig, dass der Mensch die kennenlernt. Ja, Gottes Segen Ihnen. Shalom.